Die russische Regierungspartei Einiges Russland hat Medienberichten zufolge bei der Kommunalwahl in Moskau rund ein Drittel ihrer Sitze verloren. Mit voraussichtlich mehr als 20 Abgeordneten behält die hinter Präsident Wladimir Putin stehende Partei aber ihre Mehrheit im Stadtparlament. Im Vorfeld der Wahl war es in der Hauptstadt zu den größten Protesten seit fast 10 Jahren gekommen, nachdem zahlreiche Oppositionspolitiker von einer Kandidatur ausgeschlossen worden waren. Darunter auch der prominente Regierungskritiker Alexander Nawalny. Er forderte seine Anhänger daraufhin auf, ihre Stimme den aussichtsreichsten Gegnern der Regierungspartei zu geben.